Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Jo, es ist soweit, wir haben alles auf der Karte weggeplündert. Alles was es gibt. Jeden einzelnen Schatz haben wir. Wir werden uns jetzt mal ganz gemütlich und gesittet um die Hauptmission kümmern. Damit wir Irland nun auch langsam abschließen können. Mit unserem lieben Vetter. Sieht denn das überhaupt so blass aus? Das ist irgendwie komisch. Warte mal. Das Bild sieht ein bisschen blass aus. Nö, ist aber alles wie vorher. Spannend. Okay. Ist alles wie vorher. So, wir werden einmal die Kiste leer machen. Bekanntheit auf 3 steigern, okay. Wieder fast alles voll gewesen, ne? Hat die Dame denn was Neues? Ah, ich habe gern Besuch von Freunden. Das freut mich. Ich bin neugierig. Wie bist du eigentlich nach Irland gekommen? Es ist keine sehr freudvolle Geschichte. Ich war einst der mächtigste Händler in Shiraz. Dann wurde ich betrogen. Ah, ein schweres Schicksal. Von meinem Partner. Noch schlimmer. Ein Messer am Rücken hinterlässt eine Wunde, die niemals heilt. Konstantinos war ein Freund meines Vaters. Seine Gier verschlang meine Familie und ihr Imperium. Oh. Doch nun bin ich hier, wo ich von neuen Freunden umgeben bin. Wir sind froh, dass du uns gefunden hast. Ey, warum ist doch so überfreundlich, ne? Das ist so Reichtum. Geil. Aber er ist ein freundlicher Typ und das muss auch sein. Miese Rüstung. Miese Rüstung. Okay. Anubis. Oh. Was Ägyptisches. Was haben wir hier? Miese Beinkleid. Miese Mantel. Miese Chepesh. Und Silber. Okay, wir hauen mal alles weg hier. Wollen von allem genug da haben. Oh, sieht gut aus. Genug für heute? Handeln und Feilschen ist wie ein belebender Tanz. Jetzt will ich mal gleich. Ah, guck mal. Dann schließen wir hier ab. Viele Königreiche beneiden uns um unsere Waren. Vielleicht genügt das. Dann bis demnächst. Okay. Kurz vor 3. Beträge freischalten. Ruß. Neue Belohnung. Handelspostenmaterial. Jo. Wenn wir schon mal hier dran sind, machen wir gleich mal weiter hier. Sei gegrüßt, Eivor. Hallo. Wir sind ja. Ah, lass mich raten. Oh. Du fragst dich, wie ich mein Auge verlor. So ein Verlust ist ein Ruhmeszeichen unter den meinen. Für mich nicht. Ich erzählte dir von meinem Partner, Konstantinos. Betrug war ihm nicht genug. In seinem Wahn, mir alles zu nehmen, ließ er mich angreifen. Sie mordeten meine Familie. Ich sollte an meinen Wunden sterben. Ich kam davon, doch nicht ohne Narben. Tut mir leid. Ich wollte die schmerzliche Vergangenheit nicht wachrufen. Wir sind Freunde. Du solltest so etwas wissen. Bist Stimmt du zum eigentlich. Handeln aufgelegt? Immer. Haben wir noch Rüstung des der Ruß. Oh.
Krass, krass, krass. Nun gut. Immer das war's auch erstmal. Jetzt wird nochmal aufgewertet. 4 von 5. Wir sind fast bei komplett. Konstantinopolis. Konstantinopolis. Mantel des Helden von Düfflen. Oh, schön. Schön, schön, schön. So. Ah, mein Geschäftspartner. Ja. Ich lese die Bücher, die du aus On D-Shirt besorgt hast. Ich verstehe, warum du ans andere Ende Irlands gingst, um sie zu holen. Ich übernahm den Handelsposten, ohne die Waren zu kennen. Wenn die Bücher gut sind, umso besser. Für jene, die den heiligen Schriften glauben, sind diese Bücher wertvoller als Gold. Sehr schön. Handeln und Feilschen ist wie ein belebender Tanz. Kann sein. Byzantinische Rüstung. Ist klar. Wissen was für Schiff ist auch dabei. Jetzt geht so langsam alles zur Neige. Jetzt geht so langsam alles zur Neige. Ah, ätzend. Dann okay. Schließen wir hier ab. Erstmal ja. Leb wohl, Eivor. Tschüss. Ich glaube, wir sollten trotzdem Stufe 5 erreicht haben, ne? Jau. Bekannte einen erhöht. Düfflin. Helm des Helden von Düfflin. So, wir gehen erstmal auf die Fertigkeiten. Da haben wir nämlich 2 bekommen. Gleichen. Und Attentatschaden geht hoch. Sehr gut. Dann haben wir ein bisschen was im Inventar. Obwohl ein bisschen was ist gut. Ezios Montur. Ach ja. Stimmt ja, haben wir auch bekommen. Überlegener Jagdbogen. 55,99. Okay. Wir sollten uns bei Gelegenheit nochmal darum kümmern, ein bisschen Rüstung aufzuleveln. Ah ne, das ist Rohmaterial. Warte, wo war denn? Da. 1010. Oh, damit können wir was anfangen. Irland. Auge für Auge. Sprich mit Azar. Oh, ihr Geschäftspartner ist in Irland angekommen. Okay. So, aber wir machen jetzt erstmal mal ein bisschen die Handelsposten fit. ...1010. Das heißt, das wird jetzt natürlich schneller aufgeladen. Alles. Das ist natürlich auch sehr wichtig, damit wir uns hier nicht noch 40 Jahre aufhalten müssen. Oder weitere 40 Jahre sozusagen aufhalten. Ich glaube, jetzt sollten wir dann alle Handelsposten durchkriegen. Gebäude abgeschlossen, Lager aus. Und dann haben wir das. Und dann kommt noch das.
Die Bergerhütte. Nächstes ist das Versorgungslager. Und dann zu guter Letzt das Lagerhaus. Sehr schön. Ich glaube, jetzt haben wir alle ausgebaut, ne? Ausgebaut, 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 ausgebaut und ausgebaut. Ja, sehr schön. Wir sollten zurückkehren und nochmal mit Azar sprechen und die Mission von ihr annehmen, um den verräterischen Geschäftspartner loszuwerden. Ich glaube, Azar ist eine sehr wertvolle Freundin. Das heißt, wir sollten sie auf jeden Fall unterstützen. Sei, ich hatte dich nicht bemerkt. Nein. Azar, ist alles in Ordnung? Ja, nein. Alles wird wieder gut sein, wenn dieser Eselficker tot ist und als Vogelscheucher verrottet. Ich glaube, ich weiß, um wen es geht. Konstantinos ist nach Irland gekommen. Gestern Abend ging sein Schiff in der Bucht vor Anker. Ich bringe dir seinen Kopf. Ich weiß dein Angebot zu schätzen, Eivor, aber das wird nicht nötig sein. Er bedroht unseren Handel, oder? Ich schütze mein Geschäft und erweise meiner Partnerin einen Dienst. Nun gut. Doch nimm mir nicht meine Rache. Bring ihn mir lebend. Viele Königreiche beneiden uns um unsere Waren. Aber wir können momentan noch nichts weiter. Das könnten wir noch. Das war's dann auch schon wieder, ne? Ja. Nun gut. Nun gut. Komm gerne jederzeit wieder. Das werde ich. Konstantinos Schiff ist in die Bucht von Düflin eingefahren. Ich sollte ihn dort suchen. In die Bucht von Düflin. Also hier. Es ist zwischen Düflin und Kloster. Kloster. Ich schätze da. Das ist ein Schiff. Die werden sofort angreifen. Die Götter wollen dich nicht.
Meinst du, ich wollen sie? Die Stelle ist so gut wie jede andere. Wir werden nicht lange auf dieser Hundselend. Kollege. Konstantinos, du. Alter Scheißhaufen. Ich kann nicht laufen. Das war der Plan. Eine ehemalige Partnerin erwartet dich sehnlichst. Dieser dreimal verfluchte Harpy, ihr sollte längst tot sein. Schade die Beleidigung für euer Wiedersehen. Ach nein, Evor. Falsche Taste gedrückt zum Laufen. Oh, du darfst auf meinem Pferd mitreiten. Auf dem ehrenvollen Ingrim. Ja. Aber der hält auch, ne? Der ist, glaube ich, mit zwei, drei Spinnen fertig festgemacht und dann kann er auch nicht mehr runterfallen. Düffling. Oder was? Ich stand doch gerade noch draußen. Ich hatte gehofft, dich diesmal zu erledigen. Du warst schon immer unvorsichtig. Wenigstens nahm ich dein Auge und deinen Bruder, den winselnden Weichling, zusammen mit deiner kreischenden Hurenmutter. Na los, mach schon! Bringen wir es schnell zu Ende. Schnell? Oh nein, 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 mein lieber Konstantinos. Dies wird wahrlich einige Zeit dauern. Warum sonst habe ich all jene Gerätschaften geschärft? Ich werde dir deine Taten zehnfach heimzahlen. Oh. Ja, wir sind aber weg. Du gibst einen erbärmlichen Kyklopen ab. Bau zur Hölle! Und tschüss. Eivor sagt sich, oh, komm hier aus. Er hat gewartet. Auge für Auge. Ah, Eivor,
Eine Wohltat für mein Auge. Isaiah, wie steht es um Konstantinos? Schweine mästen sich an ihm. Hast du deinen Frieden? Frieden? Nein. Aber die Welt ist ein schönerer Ort. Dank dir hat sich Ardmeal uns angeschlossen. Ihr süßer Honig wird selbst unsere anspruchsvollsten Händler erfreuen. Ist Honig so wertvoll? Er ist flüssiges Gold, nur köstlich und klebrig. Na gut. Dann bis demnächst. Azar, hau rein. So. Also wir haben doch irgendwo einen Tätowierer gehabt, ne? War das nicht so? Da. Da gehe ich einmal hin. Tätowierwerkstatt, hä? Können wir das selber machen oder was? Wie heißt das? Miese. Ruß. Miese. Und Ruß, okay. Aber wir sind kein Ruß-Wikinger. Galgoidil. Piekte. Wappen der Mentorengilde. Mentors Guild, oh Gott, echt jetzt? Miser und Ruß. Arm. Die gleiche wie auf der anderen Seite. Nehmen wir das diesmal. Das Gesicht ist wieder ein bisschen freier. Da ist die Schiffswerkstatt, da gehen wir auch einmal hin. Aber nur um die Sachen auch loszuwerden mal. Wir bleiben auch bei unserem Rabenclan-Banner. Das sieht der Roch Stevenkopf. Roch Heck. Nee, aber wir bleiben bei unserer Hehlverzierung. Ja, cool. Wir werden mal hoch ins Langhaus gehen und uns mal ein bisschen an die Hauptquest machen, ne? Was haltet ihr denn davon? Lands Irland, melde dich bei Barit. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Wer sagt das? Wir sind hier doch halb zu Hause. Sollten wir nochmal in den Laden gehen und nochmal nachschmieden lassen, vielleicht ein paar Sachen? Ich glaube, schaden kann's nicht, ne? Schmied, warte. Laden, da. Nein. Ja, wo ist denn der? Da. Da wollte ich hin. Hier wollte ich rein. Willkommen. Hallo. Kommt mir gerade recht. Das ist gut. Kann ich holen, wenn du magst. Ja, nö. Eine gute Entscheidung. Wirst du das kaufen? Das sieht sicher super aus. Entspann dich mal. Mehr brauchst du nicht? Nee, gerade nicht. Ich muss gehen. Bleib gesund. Kowalski. Wünsche dir noch einen schönen Tag. So, einmal zu schmieden. Was
kann ich an diesem schönen Tag für dich tun? Das hoffe ich, zeigst du mir jetzt. Heute anbieten? So, das haben wir. Da haben wir sicher einen Jagdbogen. Warte mal, das ist auch ein Jagdbogen, ne? Ja. Das machen wir mal. Sieht schon geil aus, ne? Bei fast voller Gesundheit. Was hat der für ein Special? Endkampfschaden wird durch Schwachpunkttreffer erhöht. Okay. Und das? Ein Jahrbogen. Cool, 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 cool. Ein paar leichte Raubtierbogen. Großschwert. Okay, wir haben 0 Nickel. Ob jetzt, was brauchen wir denn als nächstes? Tungsten, ne? Ah, ja, genau. Nur, nee, Tungsten. Wir sind die Tungsten. Rabenclan. Oh, die Rabenclan-Geschichte. Ach komm, wir machen die Großschwerter mal voll. Und damit mache ich nichts falsch. Haroninger Langschwert. Und dann haben wir noch das miesere Chepek. Chepesh. Die Sicheln. Oder ein Raubtierbogen. Dänenaxt. Das wäre vielleicht nochmal eine geile Sache, ne? Die Dänenäxte. Innere Axt. Dolche, nee. Haben wir denn bei unseren jetzigen Armschienen 54? Ja, komm, wir übertreiben es nicht. Ja, erstmal schon, danke. Nun muss ich gehen. Auf bald. Adios. So, Inventar. ...94. Echt jetzt? Wir haben schon wieder kein Dings hier. Was ist das ätzend, ey. Schon wieder kein Titan mehr. Schon wieder kein Titan mehr. Hemd, ja.
Na gut. Dann wollen wir mal die Hauptquest weitermachen jetzt hier. Richtig, richtig, richtig. Zu unserem Vetter Barret. Vetter. Barret, Flans Geschenk ist auf dem Weg nach Mide. Sehr gut. Ich war gerade bei den Aufbruchsvorbereitungen. Aber nun steht dem etwas im Weg. Was? Was ist es? Flans Dichterin, Kira. Sie war hier, um eine förmliche Einladung zu überbringen. Und nun weiß ich nicht, wo sie ist. Glaubst du, sie ist in Schwierigkeiten? Nein, ich glaube, sie vergnügt sich irgendwo, wandelt auf Düfflins Märkten. Aber wir brauchen sie. Okay. Die oberste Dichterin ist ein wichtiges Mitglied des Königshofs. Ohne sie kann keine Krönung stattfinden. Ich werde sie finden. Wo treffen wir uns? Bei den Toren Düfflins. Ich bereite die Pferde vor. Alles klar. Dann werden wir mal eine Dichterin suchen. Oflan ist er nicht stattlich, er, der, und jetzt, was lass ich rein? Genug gejault! So haltet doch den Mund um unserer Ohren willen! Sicher doch, du Fohl. Ihr seid doch alle gleich. Greift euch das Weib! Verflucht, lass deinen Vogel im Käfig doch singen. Mist. Hatte gehofft, ein paar tontaube Dänen wären offener. Bist du Kira? Halte sie fest! Die Wunder enden nicht. Wie viel Ärger kann man haben? Tut mir leid für dich, aber sie kommt mit mir. Nein, nein, nein! Sie wird sich für diese Schmach verantworten. Ich bekomme dich nicht umgestimmt. Du schuldest mir was. Was denn, dass wir die platt machen jetzt? Ah. Glaubst du, du kannst mit mir mithalten? Alter. Dir war es das. Habe ich die umgebracht? Warum? Sieht aus, als hätte unsere Dichterin sich mit dem Boden angefreundet. Ja, gute Freunde sind sie ja jetzt. Auf die Beine, Skalde. Ich armes Ding. Alles um mich dreht sich. Ein kaltes Bad wird das schnell beheben. Ich glaube auch. Und wach. Du Schafshirn! Was soll das denn? Es wird dir das Ale austreiben. Wenn du glaubst, ich würde dich nach Temer schleppen, irrst du dich. Temer? Warte mal. Wer bist du? Barret schickt mich, dich zu holen. Er wartet bei den Ställen. Ah, ein Bote. Sag mir, wie viel würde ein Bote verlangen, um Barret nichts von dieser Schlägerei zu erzählen?
Er bindet mir eine Wache aufs Kreuz, wenn ich das nächste Mal in Difflin bin. Dieser Mann ist manchmal so empfindlich, verstehst du? Ja, Barret und ich sind Familie. Nun, ich denke, dann hat mir mein Mundwerk für heute genug Ärger bereitet. Öffne es vielleicht seltener, bei mir klappt das gut. Sollen wir? Noho. Was ist denn da los? Barret hat nie von dir gesprochen. Welchen Namen trägst du? Eivor. Ich komme aus Nordwege und siedle nun mit dem Rest meines Clans in Engleland. Ein Clan, ja? Sind das alles Faustdonnerer wie du? Diesen Fäusten verdankst du auch weiterhin singen zu können, Dichterin. Wohl wahr. Barret! Ich begann schon, mir Sorgen zu machen. Was hielt euch auf? Es gab Schwierigkeiten. Na, wozu die Anspannung? Sollen wir nach Temer aufbrechen? Wir wollen doch nicht die Krönung verpassen. Nach dir. Ich war überrascht, ein Mitglied deiner Familie zu treffen, Barret. Eivor erzählte mir, er käme aus Engleland. Ja, um dabei zu helfen, Düfflins Handelsbeziehungen zu stärken und wertvolle Güter aus fernen Ländern zu erhalten. Bald wird Düfflin Herz des irischen Handels sein, das jedem einzelnen Königreich zugutekommt. Das wird den zukünftigen Hochkönig sicher erfreuen. Ja, und auch abgesehen vom Handel hoffe ich, dass Flan Düfflin als Freund und Verbündeten sieht. Du und viele andere. Eine Beziehung zu Barret wäre lohnenswert. Dein König wäre töricht, dies von der Hand zu weisen. Es scheint, Eivor ist nicht auf dem Laufenden über unsere Königsgeschichte. Wir hofften, ein Treffen mit Flan zu vereinbaren. Es ist mein Wunsch, unsere Bande zu stärken. Kannst du dafür sorgen? Möglich. Sehen wir einmal, wie der Abend verläuft. Okay. Das bedeutet, wir werden jetzt erstmal Bündnisse schmieden müssen, wa? Und ein gutes Bild hinterlassen. Ich werde einmal vorreiten, Freunde. Immer hier. Das sah aber nicht immer so aus. Dobrich said that he can. That is Faxes. So till yesterday, men at the thun. Beeindruckend, oder? Es wurden keine Kosten gescheut, so viel ist sicher. Hohe Dame! Einer der Priester ist verschwunden. Sein Feld ist ein Schauplatz der Gewalt. Ich fürchte Schreckliches. Verschwunden? Bist du sicher? Vielleicht ist es harmlos, vielleicht aber gefährlich. Wo ist Flan? Er ist noch nicht angekommen. Das gibt uns etwas Zeit. Kira, verhalte dich, als wäre alles in Ordnung. Barret und ich gehen dem nach. Wo ist das Zelt? Den Hügel hinauf, links. Seid vorsichtig. Den Hügel hinauf. Hier gab es einen Kampf. Der Abend der Krönung. Und schon braut sich Ärger zusammen. Bleib ruhig und in meiner Nähe. Noch wissen wir gar nichts. Hier ging etwas Düsteres vor sich. Wir müssen dem Blut folgen. Tierkadaver. Lass uns zurückgehen und einer anderen Spur folgen. Ein saftiger Braten. Gehen wir zurück und folgen einer anderen Spur. Gedicht eines Kindes. Flan Sina ist gut. Er ist mächtig und nett. Er ist ein starker Kämpfer und auch Anführer. Er wird die Leute führen. Gott liebt ihn sehr.
Mutter liebt ihn auch. Vater sagt, er ist nicht würdig. Ich glaube, Vater ist neidisch. Ein tolles Gedicht. Kiaras Tagebuch. Meine Mutter half mir bei der Anfertigung dieser Harfe, als ich noch ganz klein war. Sie war ein Spielzeug. Als sie größer wurde, legte ich sie irgendwann beiseite. Erst nach ihrem Tod spürte ich das Verlangen, die Harfe unter den Dielen hervorzuholen. Niemals hätte ich gedacht, dass es dieses schlecht gefertigte Instrument so weit bringen würde. Ich sollte sie mir mit etwas Besserem ersetzen. Weigere mich aber. Meine Seele weigert sich. Ich bin an sie gebunden. An die Saiten, an den Geruch des Holzes, der auch genau wie am ersten Tag ist. Sie wird jedoch einige Anpassungen aushalten müssen. Die Harfe ist leise. Es fehlt ein sich ausbreitender Klang. Ich habe an einer Gerätschaft gearbeitet, mit der die Töne weiterreichen sollen. Vom Spielding eines Kindes zu laut schallendem Instrument. Welch eine Reise diese kleine Harfe haben wird. Okay, hier geht's also auch nicht weiter. Okay. Gehen wir mal da hoch. Die Blutspur endet hier. Wohin fuhr dieser Wagen? Diese Geschichte wird wohl ein trauriges Ende nehmen. Das fürchte ich auch. Und das an solch einem wichtigen Tag. Flans Krönung verläuft vielleicht nicht wie erhofft. Bruder steigt auf. Oder Vetter. Natürlich auch Räuber sein, ne? So karges Land. Ja, da vorne ist ein Wagen. Sieht nach einem Unfall aus. Erkennst du ihn? Das ist Zenan, der Priester. Die Schweine haben ihn entkleidet. Dieses Lager dort, wem gehört es? Enach Dub ist kein Lager, obwohl es so scheint, als hätte jemand eines daraus gemacht. Gehen wir. Töte die Räuber. Was vermutest du? Der Priester wurde entführt. Sie nahmen seine Kleidung. Ich denke, der Schurke will sie selbst tragen. Eine Verkleidung? Das finden wir bald heraus. Bloß keine Aufmerksamkeit erregt. Dort. Und jener trägt Priestergewänder. Folge mir nach. Oden! Arik, was ist los mit dir? Wir sollten ihn durchsuchen. Tötungsbefehl. Die Einsetzung des Hochkönigs rückt näher und mit ihr der Machtwechsel von den nördlichen Nil zu den südlichen. Sorge dafür, dass Flanzinan Sina vorher seinen letzten Atemzug nimmt. Verkleide dich als Priester und schleiche dich an in Temaya ein. So kannst du dich ihm nähern. Schneide dem Bastard die Kehle durch, während sie ihn lobpreisen. Ein Auftrag, Flan zu töten. Der Brief ist ohne Siegel. Ein unbekannter Feind. Komm, wir müssen Kira diese Neuigkeit überbringen. Ich folge dir. Du hast dich wacker geschlagen, das muss ich schon sagen. Ja. Solcherlei Zusammentreffen sind dir wohl nicht fremd. So schlecht hast du dich auch nicht angestellt. Ja, wir haben heute den Tod eines Königs abgewendet. Nur wüssten wir das.
hätte den Tod eines Königs abgewendet. Wenn wir nur wüssten, wer dahinter steckt. Hast du keine Ahnung, wer so weit gehen würde? Jeder der nördlichen Inel käme in Frage. Es sind jedoch die Könige von Ulet, die Flan besonders verabscheuen. Anderer König, selbe Geschichte. Könnte natürlich sein, ne? Und natürlich müssen wir erstmal die schlechte Kunde überbringen. Da seid ihr ja. Ihr habt mich gesehen. Erkenntnisse? Der Priester ist tot und seine Mörder auch. Räuber. Ich fand dies. Das ist der Befehl, Flan zu töten. Einer von ihnen sollte sich als Priester verkleiden und während der Krönung Flans Kehle durchtrennen. Direkt vor unseren Augen. Warum solch ein Wagnis eingehen? Warum nicht Gift oder ein Angriff im Schlaf? Gift könnte nicht wirken und ihn im Schlaf zu töten erregt nicht genug Aufsehen. Du hast recht. Der Mörder wäre nicht lebend davongekommen. Er war bereit zu sterben. Wer immer das auch geplant hat, will Flan fallen sehen. Wir müssen ihn warnen. Nach der Krönung. Ich werde dies nicht an ihm nagen lassen. Flan hat es sich verdient. Er wird es genießen. Sucht ihn danach in seinen Gemächern in Darach auf. Er wird sich dort Zeit für euch nehmen. Okay. Wenn ich mich nun entschuldigen darf, ich muss mich zurechtmachen. Komm mit mir, Eivor. Was war das für ein Zwinkern? Und irgendwie ist sie die Einzige, die eine andere Augenfarbe hat, oder? So schmutzig war das Wasser doch gar nicht. Du weißt nicht viel über die Rolle einer Dichterin, was? Erhelle mich. Gerne. Nun, worauf wartest du? Ich möchte mich zurechtmachen. Ohne Gesellschaft. Ich dachte, sie will mich erhellen. Ich sehe hier andere Könige. Die Nachricht von Flans Amtseinsetzung hat sich weit verbreitet. Komm, gesellen wir uns zu ihnen. Ist er das? Flan? Ja. Was tut er denn da? Ihn segnen. Abt Owen ist der höchste christliche Würdenträger hierzulande. Sein Segen bestätigt, dass Flan bereit ist, in die Fußstapfen seiner Vorgänger zu treten. All dies geschieht vor dem Lehe Fall, einem heiligen Stein, der rechtmäßigen Königen eine lange Herrschaft schenken soll. Und, klappt das? Kommt darauf an, was du für lang hältst. Krönungen dauern sehr lang. Wo ist das Essen? Du hast dich nicht verändert. Ich bin hier, da kann ich mich auch erfreuen. Flan for eating each cooked to all chart to nach for great for banyard. Now, Conyard, Rob's.
Und damit haben sich Flans Feinde vervielfacht. Die Kriege von Königshäusern dauern lang. Ist er klug, wird er auf Verbündete aus sein. Er ist klug, aber auch gefühlsgetrieben. Sein Plan, den Norden zu bezwingen, fußt nicht auf dem Wunsch nach Macht, sondern seinem Blutdurst. Auf unserem Ritt aus Düflin ließ Kira durchblicken, dass es mit dir und Flan mehr auf sich hat. Was hast du mir verschwiegen? Eine nicht unwichtige Kleinigkeit. Du musst wissen, der König des Nordens, der mich krönte, Eid Findliat, er ermordete Flans Vater und nahm seinen Platz als Hochkönig ein. Dann heiratete er Flans Mutter, wie es der Brauch verlangt. Dann herrscht nicht viel Liebe zwischen euch. Richtig. Für Flan war Eid eine giftige Schlange und jene, die er bevorzugte, ebenso. Sein Vertrauen zu gewinnen wird nicht leicht. Wir haben gerade einen Anschlag auf sein Leben abgewehrt. Das sollte ihn zumindest aufhorchen lassen. Hoffen wir es. Ich werde umgehend nach Dauach aufbrechen. Such mich dort auf, sobald du kannst. Nicht oft bekommt man eine Krönung eines Königs mit, ne? Das war cool gerade und der Gesang war auch stark, finde ich. Aber, so wie es immer sein sollte, eine Folge muss sein Ende finden und die Zeit ist nun gekommen. Ich verabschiede mich für diese Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!